und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome to War 2. Mit Rom. Yay! Wir haben jetzt das Jahr 241 vor Christus und das heißt, wir dürfen in 5 Jahren. Genau. Ja, dürfen wir jetzt hier Carallis einnehmen. Juhu! Für die, die. Nee, das sage ich jetzt nicht nochmal. Weil, naja, es ist schon mitten im Display und das wäre komisch, wenn jetzt einfach welche neu daherkommen. Deswegen einfach, ja. Wir spielen, ja, jetzt sage ich es trotzdem. Wir spielen Rom, wie sie wirklich sich vergrößert haben. Also quasi, ich habe mir aufgeschrieben, wann, wo, wie die erobert haben. Und das werden wir hier nachspielen. Ich habe mir gedacht, das da habe ich übrigens nicht herausgefunden, warum das zerstört wurde, aber das ja, ist jetzt auch wurscht. Ich habe mir überlegt, beziehungsweise als ich das Let's Play neu machen wollte. Das geht mal ab. Die haben erst eine Schlacht oder zwei gegen Syrakus hier unten geführt. Und nee, die in dieser Aufstellung haben die noch keine Schlacht geführt. Und die sind jetzt Rang 4 bis 5, nur wegen den Veteranen. Das ist genial. Das ist wunderbar. So, da müssen wir auch nichts Brutales machen, wie zum Beispiel, wie manche andere immer Revolten ausbrechen und die dann einfach umbringen. Dann. So, genau, ich habe mir nämlich überlegt, als ich das geplant habe, dass das sehr stressig sein wird. Zurzeit ist es super easy. Weil wir haben, glaube ich, jetzt 10 Jahre oder so gewartet und ja, können das eigentlich sofort angreifen. Aber ja, wir halten uns an die Zeit. Ich bin mal gespannt, wie es dann später wird. So um 100 oder 70 oder 150 so. Weil da geht schon überall ziemlich ab und wir können nur maximal hier, ja, warte, 6 Armeen gerade, okay, das sieht man nicht, das sieht man gerade nicht, wo, warte, schau mal, bei Imperiumsstufe 6, plus 96% politische Aktionskosten. Wow. Und plus 24% auftreten politische Vorkommnisse. Und plus 15%. Also das ist ja heftig. Die haben das extrem angezogen. 144 politische Kosten. Wow. Minus 100 auf Diplomatie mit allen Fraktionen. Wow. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Je größer wir werden, desto, ja, desto albtraumhafter wird es. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie das dann später wird. Das haben die, glaube ich, jetzt extrem angezogen, weil früher war das so, also man kann eigentlich früher sagen, weil die haben, ja, euer Angebot ist bla bla bla. Ich will aber den Götter. Also die Synchro ist echt katastrophal. Also auf Originalsprache, also Englisch, ist das auch wirklich
Nicht sehr gut. Der Markus bekommt nichts, weil er nicht zu unserer Familie gehört. Und dadurch keinen Gravitas bekommen darf. Genau. Ich bin mal sehr gespannt, wie das dann wird, weil Rom hat sich sehr oft auch geteilt. Also ich habe vor, kann ich ja jetzt schon sagen, dass... Vielleicht wäre es euch möglich und ich... Nö. Nö. Ich werde... Schutzbündnisse machen wir nicht, weil die sind... Vielleicht... Die sind sehr, sehr krass zu brechen. Ich werde bis... Bis 400 nach Christus ungefähr spielen. Also schon ziemlich lange. Mal schauen, ob ich das durchziehe. Weil danach spiele ich Roman Total War Attila. Und das... Ludi Romani. Und genau, und Attila, da ist Rom schon getrennt in Ost und West. Also dazu sage ich dann ja auch nochmal was, weil Rom hat sich sehr oft getrennt oder aufgeteilt. Und bis zu 6-mal aufgeteilt. Also hier ein, hier ein, hier ein, hier. Also das ganze Reich wurde sehr oft aufgeteilt. Gut, und in Rome Total War Attila ist Rom komplett riesig, also komplett riesig, was ist das denn? Sehr groß, aber es ist schon Ost und West. Und da ist es auch nicht zu unterschätzen, weil wenn man Rom spielt, also Rom bei Rome Total War Attila ist sehr, sehr schwer. Weil von allen Seiten werden die angegriffen und die Hunnen, es ist echt heftig, weil die haben natürlich sehr viel Kavallerie und am Anfang hat man nicht gute Kavallerie in Rom. Und wenn die eine Stadt erobern oder den Kampf da gewinnen, brennen sie das komplett ab. Also sie plündern nicht, sie reißen das ab. Und das heißt, das Reich wird immer kleiner und es kostet, glaube ich, 5000 oder so, so eine Stadt wieder aufzubauen. So, die tagelange politikweiten Festlichkeiten der Ludi Romani fanden zur Ehre von Jupiter Optimus Maximus statt und wurde in den frühen Tagen der Römischen Republik eingeführt. Zu Beginn der Feier gab es einen großen Festzug vom Tempel des Jupiter zu Circus Maximus, wo Jupiter Tieropfer dargebracht wurden. Der Rest des Tages galt Wagenrennen zwischen fähigen Athleten, einen gefährlichen und aufregenden Sport, der sich bei den Römern großer Beliebtheit erfreute. Im Verlauf der nächsten 4 Jahrhunderte wuchs Rom weiter an und die Ludi Romani dauerte bald mehrere Tage. Es gab Festmähler, Feiern und Spiele und später gehörte auch Theater, Tanz und sonstige Unterhaltungen dazu. Als die Republik sich in das Römische Reich wandelte, fand über das Jahr verteilt zahlreiche regelmäßige Ludi statt. Die Ludi Romani wurden zu einem Feiermarathon für 15 Tagen. Das heißt, preiset Jupiter, lasst das Volk jubeln. 4 lateinischer kultureller Einfluss und 4 öffentliche Ordnung. Das ist ja wunderbar. Genau, so. Du gehst jetzt a la Lila. Was? So, du kannst 40. 20 zu 40. 10 Nahkampfabwehr und 4 mehr. Ja, machen wir zuerst das da und dann als nächstes das. So. Ich habe gerade so hier runter geschaut, 240, aber ich habe die 36 gelesen und da, oh, fuck, wir müssen angreifen.
Leider noch nicht, leider noch nicht. So, hier können wir noch nichts bauen. Das ist echt langsam hier. Da müssen wir hier hin. Aber ich baue zuerst das da, minus Korruption und dann Steuersatz. Genau, da machen wir das da und danach gehen wir weiter auf die Gebäude ein. Hier habe ich immer noch die Hoffnung. Wir können auch das. Weil, also ich überlege noch kurz, weil Rom hat hier, also das da machen wir jetzt in, also 63, 36, sorry, und 26 ist Epirus, der schon gestorben ist, eigentlich dran. Deswegen überlege ich, also die Römer haben hier nur die kleine Provinz, also nicht so groß wie das da, sondern hier so ein paar Dörfer haben die eingenommen und zur Klientel gemacht. Jetzt überlege ich gerade, wie ich das machen soll, weil Epirus, es wäre toll gewesen, weil Sparta hat nämlich hier das da eingenommen und Adeyeyey war nur da und deswegen hätte ich das so machen können, dass ich die angreife und dann Epirus wieder freilasse und dann Epirus eben als Klientel mache. Na, ja, vielleicht mal schauen, wie ich das mache. Ein bisschen mehr Footy. So, da haben wir ja öffentliche Ordnung bis zum Abwinken. So, da gibt's. Okay. So, dann scouten wir mal wieder. Hier runter. Was gibt's da? Wer ist da? Hey. Ah, okay. Und jetzt gehe ich. Warte. Hier habe ich eigentlich jetzt alles schon erfahren. Hier ist kein Land. Dann scoute ich mal da oben. Und der scoutet hier unten weiter. Nee, gehst du nicht. Ja, ich weiß, es dauert nicht mehr lange. Ja, ja, ist. Es dauert nicht lange. So. Die haben immer. Ach, das da ist die kleine. Die haben immer noch Hastati. Urari. Okay. Ja, was brauche ich für Hastati? Da brauche ich das da. Bis dahin will ich mal die Forschungsrate eigentlich bisschen Korruption. Ah, nee, das will ich nicht. Aquädukt ist auch sehr schön. Goldschmiede. So, ja, das wird noch mal spannend. Gut. Dann nächste Runde. Nein, Markus bekommt nichts. So. Interessant wäre es vielleicht auch, dass während wir warten, werde ich mal ein bisschen Geschichtliches auch erzählen. Also bei den griechischen Ich Nein. werde ehrlich sein. Ich erhoffe mir Münzen als Zeichen eurer guten und anhaltenden Freundschaft. Genau, ich werde, während wir so lange warten, werde ich Warnung, Schutz verfällt wieder und Untertan erlangt Allgemeinheit. Allgemeinheit, ja. Sextus Annius Corvinus. Ein Mangel an Sklaven.
Einer eurer Magistrate beschwert sich über Mangel an Sklaven in seiner Provinz. Er ist der Ansicht, zusätzliche Sklaven würden die Produktivität seiner Länder steigern und lokalen Wirtschaft helfen. Dann kaufe ich lieber mehr, damit die nicht so viel arbeiten müssen. Das mit den Sklaven waren auch ziemlich. Hä? Achso, noch 3 Runden. Das mit den Sklaven war auch ein ziemlich großes Problem. Also Rom war ein sehr, sehr großer Freund mit der Versklavung. Also unter Rom hat die Sklaverei sehr, sehr, sehr groß floriert. Unerlaubtes Betreten. So. Genau. Also, Rom war. Punkt, Punkt, Punkt. Warum Rom mit. Ah, okay, die fangen jetzt in Spanien ein. Politiker, machthungrige Frau. Diese Frau ist eine unserer Erfahrungen, unabhängig von Geschlecht. Sehr gut. So, Questor. Die Aufsicht unserer über die Gelder Roms ist ein Zeichen großen Vertrauens. Ja. So. Unerlebtes Vertrauen, ja, bla bla bla. Gut, also, da gehe ich mal hier hin. Warum jetzt Rom gegen Karthago immer so? Also, ihr kennt ja sicher alle die Punischen Kriege, da gab es nämlich 3 davon. Punischen Kriege deshalb, weil es ging immer gegen Karthago. Und, Karthago ist auch hier, interessant. Genau, es ging immer zu, also war immer Krieg zwischen Rom und Karthago. Und jedes Mal hat Rom gewonnen. Warum? Also am Anfang hat Karthago gewonnen, weil Karthago war extrem groß. Also Karthago war Herrscher oder war uneingeschränkt Ägypten ist da auch schon war wie sollte ich sagen, also die waren in geh bitte hier hin, kannst du da? War schnell so, die waren im Mittelmeerraum die Vorherrschaft, also ich kann gerade nicht mehr reden. Also die waren nicht Vorherrscher. Also die war halt die größte Macht da. Und das war eben Rom ein Dorn im Auge, ist ja klar, weil Rom wollte eben diese Vorherrschaft für sich haben. Oder die uneingeschränkte welche haben wir jetzt getroffen? Ja, egal, die wollen alle nicht. Genau, die haben, genau. Die Römer wollten eben den Handel, den Handel beeinflussen. Die wollten quasi, dass alle mit denen handeln und nicht mit Karthago. Weil Karthago war, vor Rom. Die Seelen unserer Vorfahren haben keine Verwendung für Gold. Doch sie wissen, dass ihre lebenden Nachkommen anders denken. Wow. Wow. Okay. Wir können Thylis jetzt als Klientel machen. Ja, das machen wir natürlich. Weisheit und Stärke. Geil. Gemeinsam im Dienst unseres Volkes haben wir eine Vereinbarung.
Ja, das Problem ist, das stimmt gar nicht. Also, edler Tod wäre es gestorben. Forschung abgeschlossen, Rang erhöht, das interessiert mich. Ich Diktator. Oh. Das war mein Homie, war das. Ja, verdammt. So, Cornelia. Cornelia Paprika und Minus Korruption, das ist sehr gut. Moral für die. Ha. Aber ich mache Minus Korruption. Mangel an Sklaven. Der Magistrat war erfreut, dass ihr euch die Zeit genommen habt, seiner Anfrage Gehör zu schenken und darauf reagiert habt. Er macht guten Gebrauch von den Sklaven und die Provinz floriert. Die Anzahl der Sklaven steigt an. 4 Runden. Gut. So, in 2 Runden können wir das endlich einnehmen. So, das mit den Klientel stimmt jetzt natürlich überhaupt nicht. Also, dass wir hier. Also, das ist erst in. Warte, lass mich kurz schauen. Zuerst haben Römer Spanien und die da erobert, bevor sie in Griechenland eingefallen sind. Makedonien 166. Also in, ja, in 7 Jahren, 70 Jahren. In 70 Jahren sind wir hier. Okay, mal schauen, ob er das so lange hält. Das ist nämlich gar nicht so sicher. Aber dadurch, dass wir jetzt hier, das kann ich euch mal kurz zeigen, hier andere. Genau. Hier. 100. Nee, 1680. Und da Einkommen aus anderen Quellen wie Zahlungen aus diplomatischen Verhandlungen und Satrapien oder Klientelkönigtümer. Also dadurch bekommen wir halt richtig viel Kohle, ne? Ah, okay. Hier steht es genau. 180. Nur? Okay. Letzte Runde Voraussetzung. Okay, interessant. Dann war hier noch anderes. Na gut. Aber das ist an sich wurscht. Wir haben ja gerade momentan genug Geld. So, ich wollte was über. Ich wollte was über die 30, ja. Ich wollte was über die Kriege gegen Karthago noch erzählen. Weil der erste Kampf gegen Karthago war nicht ganz so erfolgreich für die Römer. Weil die Römer waren sehr gut oder waren bis dahin, bis sie Karthago angegriffen haben und erobert haben. Das war 200 vor Christus. Und auch da war, genau, da haben sie das kurz erobert. Und das Lustige war, die haben das nur geschafft, weil sie die Seeschlachten so gekämpft haben wie ihre Landschlachten. Also bis dahin waren sie wirklich uneingeschränkt, ja, nicht uneingeschränkt, also die waren sehr gut auf Land. Also die waren richtig genial. Die haben ja die Alpen und dann noch Spanien und so, ja, angegriffen und dann noch Karthago und also die haben eigentlich fast überall immer gewonnen, weil die eben so geniale Strategien und Kämpfe hatten. Und das war auch nur. Warte. Wie alt ist der? 47.
Die hat 120, das ist natürlich genial. Warte. Moral. Das war natürlich Rüstung für alle Einheit. Moral. Ja, Moral ist natürlich auch extrem wichtig. Okay, machen wir Moral. Genau, der, wie sie es geschafft haben, war eigentlich genial. Die haben eine Brücke erfunden, die man zwischen den Schiffen bauen konnte. Und zwar haben die das so gemacht, dass sie das waren so Vorrichtungen, vielleicht stelle ich hier ein Bild noch rein. Genau, das waren Vorrichtungen, die eben zwischen den Schiffen gespannt haben, beziehungsweise auf das Deck des anderen Schiffes draufgehauen haben. Und unter dem Brett von der Brücke war so ein mega krasser eiserner Dorn. Und deswegen konnten die Schiffe auch nicht mehr auseinander. Und dann haben die einfach das gegnerische Schiff dann einfach zu Fuß, also mit den Legionären einfach übernommen. Oder halt, ja, sind auf das gegnerische Schiff drauf und haben. Und eben im Nahkampf waren die römischen Legionäre echt. Ein Zeichen vielleicht. Nö. Fast umgeschlagen. Genau. Und Aufstand in der Hauptstadt. Schon wieder. Rang erhöht. Oh, Entschuldigung. Bin ans Mikro gekommen. Und ich habe schon. Ich vergesse es immer. Vergesse immer, die Zeit zu stellen. So, nächstes Jahr hier werden wir Karalis endlich einnehmen dürfen. Juhu, das ist sehr gut. Und danach werden wir. So, du gehst jetzt auf Steuersatz. Und danach werden wir hier das einnehmen. Ich weiß nicht, ob ich beide einnehme. Ich könnte es mir schon vorstellen, also dass ich hier lande und den nur plünder und dann hier runter gehe und den befreie. Ich glaube, das mache ich so. So, was machst du jetzt? Weil da hoch. Ah, du könntest da reinfahren, okay. Genau, so. Dann würde ich sagen, ich weiß schon wieder nicht, wie ich das jetzt gedeichselt habe. Okay, mei. Würde dann Schluss machen hier. Und dann nächste Runde erobern wir endlich Karalis. Und dann geht's in 226 vor Christus. Also in 10 Runden. Geht's dann in Apollonia weiter. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es ist gerade nicht viel los, aber ich hoffe mal, dass es später dann. Weil dann geht's. Also zum Beispiel. Ja. 200 vor Christus ist Spanien Ost- und Südküste, Karthago. Und dann sind wieder. Ja, 12 Jahre nix. Und in der Zeit, also, 188 vor Christus wurde diese Region zurückerobert. Da muss ich mal schauen. Also, ich muss mal schauen, wie ich das mache. Weil es sind total viele Male Zurückeroberungen. Also, ja.
quasi 76 zum Beispiel, habe ich aufgeschrieben, dass die halt Spanien nochmal angreifen. Also weil Spanien komplett oder bis zur Hälfte wieder zurück erobert wurde und dann ist Rom halt wiedergekommen. Ne? Also da muss ich nochmal schauen, wie ich das mache. Ja, aber das werden wir dann schon machen. Gut, also danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder und bis zum nächsten Mal. Wie einfach war ich. Ciao. Sega.